Und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute machen wir mal etwas Spezielles. Ich hatte ja schon diesen Führerscheintest gemacht, als ob ich das bestehen würde. Und vor ein paar Tagen bin ich durch einen Arbeitskollegen auf diesen Einbürgerungstest gekommen, denn wenn man die Deutschstaatsangehörigkeit haben möchte, dann muss man ja so einen Test machen, bestehend aus 33 Fragen, die aus 310 ausgewählt werden. Und er hatte mir gesagt, so, ey, ich muss das jetzt bald machen. Und da habe ich mich so gefragt, so, würde ich das eigentlich bestehen? Gute Frage. Wollte ich probieren, dachte ich mir, komm, mach's dann einfach mal ein Video raus, warum nicht? Ihr mochtet ja auch das mit dem Führerschein sehr, sehr gerne, also why not? Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann schreibt mir doch gerne jetzt in die Kommentare entweder einen anderen Test, den ich gerne mal machen soll, einen Kommentar für den Algorithmus, ein Hallo Daniel oder ein Whatever. Und natürlich Daumen nach oben nicht vergessen, weil die beiden Dinge unterstützen mich mehr, als ihr euch auch nur ansatzweise vorstellen könnt. Kein Spaß, denn sonst sehen manchmal meine Abonnenten meine Videos nicht. Und das wollen wir doch nicht. Ich würde sagen, ohne groß noch drum zu reden, fangen wir an. Wenn ihr das spielen wollt, dann schaut unten in die Kommentare bzw. in die Beschreibung. Dort findet ihr den Link dazu und dann könnt ihr das Ganze auch einfach mal nachspielen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und los geht's. So, da sind wir auch schon. Das ist, wie gesagt, einbürgerungstest-online.eu. Einbürgerungstest, das ist jetzt auf NRW bezogen, weil ich lebe halt in NRW mit 17,9 Millionen, das bevölkerungsreichste Bundesland. Gratuliere. Modus, es würde einen leichten, mittel, sehr schweren und schweren geben. Und halt den Standardmodus, der wahrscheinlich auch dann in den Fragen so eben vorkommt. Und deswegen würde ich den jetzt so nehmen. Wir fangen an mit Frage 1 von 33. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Volker, hört die Signale. Einigkeit und Recht und Freiheit. Freude, schöner Götterfunken. Deutschland, einig Vaterland. Ist alles falsch. Ist es nicht Deutschland, Deutschland über alles? Okay, kleiner Spaß. Einigkeit und Recht und Freiheit ist natürlich logisch. Ich kann die tatsächlich auch auswendig, also das ist jetzt nicht das Problem. Schon oft genug alleine schon durch die DFB-Spiele, also WM, EM, Testspiele und so weiter. Da, mein Gott. Kamelle, also wird direkt angezeigt, ne, ob es richtig oder falsch ist. Das war jetzt noch nicht so schwer. Übrigens, wenn ich mich jetzt hier komplett blamiere, dann tut es mir leid. Aber ja, mal schauen. Was ist die Bundeswehr? Die deutsche Polizei? Ein deutscher Hafen? Eine deutsche Bürgerinitiative? Oder die deutsche Armee? Die Bundeswehr ist das, was ich Gott sei Dank nicht besuchen musste, weil das echt nichts für mich gewesen wäre. Ich bin ganz froh, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Es ist natürlich die deutsche Armee. Respekt an jeden, der das macht. Ich habe da zutiefsten Respekt für, weil für mich wäre das überhaupt nichts. Null. Aber Respekt. Wirklich ganz großen. Aber ich habe allgemein vor vielen Berufen eigentlich unfassbar großen Respekt. Eigentlich vor allem. Egal jetzt. Viele haben sich in dem Roleplay zu dem Privatlehrer, haben sich ja darüber lustig gemacht, dass ich ja gesagt habe, von A bis Z, von Abfallmann bis Zahnarzt. Ich habe auch vor Abfallmännern bzw. vor Müllmännern genauso einen Respekt wie vom Arzt. So. Was ist die Arbeit eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Okay, die Fragen sind bis jetzt echt leicht, ehrlicherweise. Deutschland regieren, Recht sprechen, Pläne erstellen oder Gesetze erlassen? Nein, das ist natürlich die Rechtsprechung. Okay, wahrscheinlich kommt jetzt
Was macht ein Chef bzw. eine Chefin in Deutschland? Er, sie entscheidet mit Richtern und Richterinnen über Schuld und Strafe, gibt Bürger, Bürgerinnen rechtlichen Rat, stellt Urkunden aus oder verteidigt den Angeklagten bzw. die Angeklagte. Also, das hier ist ein Anwalt, ein Rechtsanwalt. Stellt Urkunden aus, das macht ein Notar, verteidigt den Angeklagten. Das ist der, ach verdammt, wie heißt es jetzt hier? Ja, das ist auch Rechtsanwalt, ne? Ich will gerade sagen, weil gegen den Angeklagten ist der Staatsanwalt meistens. Und ja, entscheidet mit Richterinnen und Richtern über Schuld und Strafe ist die richtige Antwort. Tatsächlich mein Chef von dem Nebenjob, wo ich bin, ist Schöffe manchmal gewesen. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Ja, hier ist auch. Ein Schöffe ist in Deutschland ein ehrenamtlicher Richter gemäß § 31 Verfassungsgesetz GVG. Damit entscheidet der Schöffe die Chefin mit Richterinnen mit und Richtern über Schuld und Strafe. Bam. Frage 5. Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er sie in Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden. Das ist nicht der Fall. In Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, um Staatsgäste zu empfangen. Oder auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin, um Staatsgäste zu empfangen. Das ist ja Schwachsinn. Also, Bonn ist schon lange nicht mehr unsere Hauptstadt. Schloss Meseberg ist auch Quatsch. Schloss Bellevue ist auch Quatsch. Das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden sich in Berlin und das ist die richtige Antwort. Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er im Rollstuhl sitzt, keine Erfahrung hat, zu hohe Gehaltsvorstellungen hat, kein Englisch spricht. Was ist daran Diskriminierung? Ist ja, wow, okay, Leute. Ja, weil er keine Erfahrung hat, natürlich. Nee, Quatsch. Nee. Das hier nicht diskriminierend, das ist auch nicht diskriminierend, das auch nicht, aber das wäre diskriminierend. Eine Gerichtschefin in Deutschland ist der Stellvertreter, die Stellvertreterin des Stadtoberhauptes, ein ehrenamtlicher Richter, eine ehrenamtliche Richterin, ein Mitglied eines Gemeinderats, eine Person, die Jura studiert hat. Ein Gerichtsschöffe. Haben wir ja gesagt, Schöffe sind die Berater. Es kann ja doch nur das sein. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied des... Ach du Scheiße. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied des Nordatlantikpakts der NATO, der Vereinten Nationen, der VN, der Europäischen Union, der EU oder des Warschauer Pakts. Ich habe keine Ahnung. Real Talk, ich habe keine Ahnung. Wo Deutschland jetzt wirklich Gründungsmitglied ist. Man kann aber nur eins wählen, ne? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Ich sag das. Ja, okay. Also NATO macht keinen Sinn, Vereinte Nationen macht auch keinen Sinn, Warschauer Pakt hatte auch, ja, passt. Ich war mir nicht mehr sicher wegen Europäische Union, das war immer noch so, ach, ich habe immer den Krieg im Kopf. Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet. Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbaus. Dabei ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird. Okay.
auch hier jetzt wieder mal im Ausschlussverfahren. Ich habe nämlich nicht wirklich Plan. Das ist Schwachsinn. Das macht keinen Sinn. Die Stunde 0 nach Wende im Jahr 1989 macht für mich auch keinen Sinn. Wobei, das könnte sein. Also ich hätte das oder das gesagt. Das hier macht für mich auch, damit wurde der Beginn. Ja, das war die Stunde 0, wo es begonnen hat, aber ich würde eher das sagen. So, bitte nicht wundern, meine Batterie ist gerade ausgegangen. Wir sind noch genau bei dem. Wie gesagt, ich würde behaupten, dass es das ist, dass es das Ende des Krieges war und dass man gesagt hat, so, Stunde 0, ab jetzt, Wiederaufbau. Ich bleib dabei jetzt einfach mal. Los geht's. Chaka. Frage Nummer 10. Ich merke gerade, dieses Video wird deutlich länger gehen, als ich gedacht habe. Ich dachte, okay, egal. Ich hatte tatsächlich überlegt, die kompletten 310 Fragen durchzugehen. Das machen wir jetzt heute mal nicht. Wenn ihr möchtet, dann können wir das hier irgendwann mal machen. Das dauert dann aber lange. Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das? Dass sich daran nicht leider jeder hält. Es dürfen keine Moscheen gebaut werden. Das ist ja Quatsch. Es gibt sogar bei uns hier in Remscheid eine Moschee. Das ist ja vollkommen okay. Alle Menschen glauben an Gott. Das ist auch Schwachsinn, weil ich kenne genug Leute, die ja nicht dran glauben, muss ja auch keiner. Jeder kann glauben, was er möchte. Das ist so. Der Staat entscheidet, an welchen Gott die Menschen glauben. Wir sind ja nicht in der Diktatur. Jeder kann glauben, woran er möchte. Und das ist für mich auch vollkommen fein. Bist du katholisch, bist du evangelisch, bist du Moslem, bist du Jude? Ist mir scheißegal. Wenn du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir. So. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? Mit dem Angriff auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten. Warte mal, war das die Reichskristallnacht? Es könnte sein. Es könnte auch der Angriff auf Polen sein, aber ich würde sagen, das war das. Ja, war die Reichskristallnacht, okay. Bald so ein bisschen. Wie viele Prozent, das sind 5%. Entschuldigung, dass die 5% Hürde. Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden? 3, 4, 5, 6, 5. In der DDR lebten vor allem Migranten aus. Ich habe gar keinen Schimmer. Null. 0,00000. Schade, bis jetzt hatte ich noch ein gutes Gefühl, aber jetzt. Vietnam, Polen, Mosambik, Frankreich, Rumänien, Somalia, Chile, Ungarn, Simbabwe, Nordkorea, Mexiko, Ägypten. Ich habe absolut gar keinen Plan. Moment, wir machen das jetzt so. Pass auf. Wir nehmen jetzt hier die Seite random.org. Und geben jetzt hier True Random Number Generator Minimum 1 Max 4. So, ihr seht das hoffentlich hier. Und das bedeutet, ich lasse jetzt aus dem Random aussuchen. 1 würde für Vietnam, Polen, Mosambik stehen. 2 für Frankreich, Rumänien, Somalia, 3 und so weiter, ja, ich denke mal. Und wir haben eine 2, ich denke mal, ihr seht das wahrscheinlich, nur vielleicht, eine 2. Das bedeutet, wir nehmen Frankreich, Rumänien, Somalia. Macht für mich zwar keinen Sinn, warum sollten denn aus Frankreich welche rauskommen? Ich will das eigentlich verändern tatsächlich. Nee, ich nehme das hier. Okay. Geil. Welche Maßnahmen schafft in Deutschland soziale Sicherheit? Die Krankenversicherung, die Autoversicherung, die Gebäudeversicherung
oder die Haftpflichtversicherung. Naja, eine soziale Sicherheit hast du ja im Prinzip bei der Krankenversicherung, weil selbst wenn du krank bist, du bist versichert. Die Autoversicherung ist ja nicht für jeden relevant. Die Gebäudeversicherung, die Haftpflichtversicherung ist auch noch ganz wichtig, aber halt nicht für jeden unbedingt Krankenversicherung. Oh, fuck, fuck. Das habe ich vor einem Jahr noch gelernt. Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive? Also wir haben ja die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Die Exekutive ist für die ausführende Gewalt, soweit ich das weiß. Ja, Mist. Gerichte sind das, die Polizei, das Finanzamt, die Ministerien dürften keiner Dinge sein. Das ist doch die Judikative. Gerade richtig dieses, kennt ihr dieses Meme, dieses Nein, 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 nein. Das habe ich gerade voll im Kopf gehabt. Natürlich, ich Vollidiot. Ich sag doch auch noch, dass es die anderen. Das war mein Bad, ja. Ja, ist die Judikative natürlich. Ist schon klar. Das ärgert mich jetzt richtig. Boah. Was bedeutet die Abkürzung CSU, christliche, Soziale Union? Was haben wir denn hier noch? Christlich-Sichere Union, Christlich-Süddeutsche Union, Christlich-Soziale Unternehmensverband, ja, kann man auch so sehen. Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. ist das, soweit ich weiß. Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament? Einen Verband, einen Ältestenrat, eine Fraktion, eine Opposition? Also die Fraktion ist ja die Vereinigung von einer oder mehrerer Parteien, die die Regierung bilden. Zum Beispiel jetzt die große Partei, die große Union, die große Koalition. Das ist ja CDU, CSU und SPD. Das ist eine Fraktion, aber mehrere Parteien. Wir haben auf der anderen Seite die Opposition, die besteht aus der Linken, FDP, Grüne und AfD. Die sind die Opposition, die nicht regierenden Parteien. Das können also mehrere Parteien sein. Einer Partei, dann ist es ein Verband. Hallo? Hallo? Moment, was habe ich gerade im Kopf? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise. Wartet mal. Fraktion. Habe ich mich jetzt echt vertan? Oh, das ist ja eine. Ich sag doch auch noch, das ist eine Koalition. Ich Vollidiot. Was laber ich denn? Da muss man sich jetzt auch denken, so, ja, der erzählt mir hier von Koalition und dann nimmt der Fakt. Mein Gott, euer Brain Afka. Ich sag euch sogar noch, dass das eine Koalition ist. Es gibt doch Fraktionen. Fraktionslose Abgeordnete Martin Sonneborn fällt mir da direkt ein wieder. Was gab es während. Das ärgert mich voll. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Pressefreiheit, das Verbot von Parteien, den Schutz der Menschenwürde. Nicht wirklich schwer, weil da war ja alles abgeschafft. In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die Scheidung möglich. Des Besuchsrechts gilt für die Kinder gilt ein Jahr. Mann und Frau müssen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. Echt? Ups. Hab mich noch nicht so oft scheiden lassen, ehrlicherweise. Oh, habe ich jetzt schon nicht bestanden, wahrscheinlich.
In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von 3 Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf. Monatliches Taschengeld, ein Kindergartenplatz, einen Platz in einem Sportverein, einen Ferienplatz. Ich würde jetzt sagen, der Kindergarten, ne? Ja. Aus welchem Land kam die... Warum eigentlich ist es jetzt NRW-spezifisch? Was ist jetzt hier... Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in die Bundesrepublik Deutschland? Italien, Spanien, Portugal, Türkei. Ich weiß nicht mehr genau, wer die ersten waren. Ich meine die Türken. War doch Italien. Ah, da bin ich ehrlich. Da war ich mir nicht sicher. In Deutschland ist ein Bürgermeister eine Bürgermeisterin. Der Leiter, die Leiterin einer Schule ist ja Schwachsinn. Der Chef, die Chefin einer Bank ist auch Schwachsinn. Das Oberhaupt einer Gemeinde, ja klar. Der, die Vorsitzende einer Partei. Nein, unser Bürgermeister heißt Burkhard Mast-Weiß. Der ist garantiert nicht Vorsitzender der SPD. Und das ist nur der Oberhaupt einer Gemeinde. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Regelmäßige Wahlen, Presse, Zensur, Meinungsfreiheit, verschiedene Parteien, die Pressezensur. In der Demokratie werden regelmäßig und freie Wahlen und Meinungsfreiheit geschätzt. Zusätzlich ist es wichtig, dass verschiedene Parteien zum Wahlen stehen. Genau, klar, Pressezensur ist ja schlecht, da wird ja die Presse zensiert. Das wäre das Gleiche, wenn mein YouTube-Kanal auf einmal als unscharf wäre, dann wäre es zensiert worden, das wäre schlecht. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? Also, okay. Ja, okay, das ist ja gar nicht mehr schwer. Es ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg und deswegen ist es leicht. 1919, Schwachsinn, das ist gerade der Erste Weltkrieg. Ja, bald beendet. 1933, da geht's dann langsam los mit dem Zweiten. 1961 ist richtig. 1990, da ist er schon wieder weg. Wann waren die das ist 33 bis 45. Hier garantiert nicht. Da war der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg auch unter anderem. Hier war es auch nicht. Da ist auch alles Schwachsinn. Und hier ist vorbei. 1933 bis 45 waren die Nazis am Start. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Ist es jetzt eine Fun-Frage? Ich meine, wir hatten ja gerade 1961. Okay. Ich hätte jetzt gewettet, da steht irgendwie 1959. Und das ist voll der Fake gewesen gerade. Aber ich frage doch zu NRW, warum zu Berlin? In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man katholisch ist, oder Schwachsinn, gut ausgebildet ist, richtig, eine Frau ist, auch Schwachsinn, Mitglied einer Partei ist, dann hätte ich die Arschkarte, gut ausgebildet ist. Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die die meisten Stimmen bekommt, die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben, die meisten Stimmen bei den Arbeitern und Arbeitern bekommen hat, die meisten Erststimmen für ihre Kanzlerkandidaten, ihre Kanzlerkandidatin erhalten hat. Also, die Erststimmen bei uns entscheiden nicht über Kanzler oder Kanzlerin. Das wird nicht von uns bestimmt. Wir haben nur eine indirekte Demokratie. Wir wählen nur, wie viele Abgeordnete in den Bundestag können. Mit der Erststimme stimmen wir in unserem Wahlkreis über eine Person ab, die meisten Stimmen bekommen hat. Welcher Krieg? Ja, das ist der Zweite Weltkrieg, offensichtlicherweise, ne? Wann waren die Nationalsozialisten nur Sozialisten um Adi Hitler in Deutschland an der Macht? Ja, von 1933 bis 1945, wie gesagt. Wie nennt man den Regierungschef, guck mal an, NRW, den Regierungschefin in Nordrhein-Westfalen, das ist der Ministerpräsident Armin Laschet, der Vollidiot,
Erster Minister, erste Ministerin, Schwachsinn, Premierminister, Premierministerin sind hier nicht in England oder im United Kingdom. Der Bürgermeister ist eine Stufe drunter. Der Ministerpräsident ist richtig. Da haben wir auch echt einen Honk, mit dem Laschet. Obwohl es ist natürlich auf der einen Seite schön, weil der macht alles wieder auf. Ich bin aber der Meinung, man darf es auch nicht so früh alles wieder aufmachen und der. Naja, gut. Was ist das denn nur? Oh ja, schwierig, Mensch. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich lebe. Ich finde es ganz witzig, dass der Pfeil tatsächlich von 3, was NRW ist, fast tatsächlich auf die Stadt zeigt, wo ich lebe. Ich lebe so hier. Nice. Ja, das ist übrigens Niedersachsen. Und dann noch Hessen und Rheinland-Pfalz hier unten, ne? Das ist die 3 wirklich, ne? Ja, die 3, so Pixelbrei. Welche Minister hat nicht, oh, keine Ahnung, Innenminister, Finanzminister, Justizminister, Außenminister. Wir brauchen doch keinen Außenminister, oder? Ey, was ist, das war glaube ich falsch, ne? Nee, es war richtig. Glückwunsch, Sie haben, also ich habe bestanden. Ich meinen Pass. Okay, ich wollte gerade meinen Perso zeigen. Hey, Kamelle, ich darf ihn behalten. Glückwunsch, Sie haben 29 von 33 Fragen beantwortet. Damit hätten Sie den möglichen Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland. Dazu sind nur 17 richtige Fragen notwendig. Richtige Antworten. 17. 17. Das schafft ja jeder Bobo. Das war mein Fail. Das war auch mein Fail. Das wusste ich nicht und das wusste ich auch nicht. 17 Fragen brauchst du richtig. Alter, Leute. Also okay, ja. Okay, das wirkt für mich vielleicht jetzt wenig, weil ich halt das meiste einfach finde. Weil, okay, ich lebe halt auch schon mein ganzes Leben lang hier und ich bin halt eine deutsche Kartoffel, muss man so sagen, aber trotzdem. Aber nun gut. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr das auch mal gemacht habt, ob ihr mehr Fragen richtig beantwortet habt, wie viele und ob ihr auch bestanden hättet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Morgen. Mittag oder auch Abend und ich hoffe natürlich, wir sehen uns bald beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.